Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu Brennpunkt Wirtschaft. Ja, es gibt fantastische Manager in unserem Land. Es gibt Manager, die auch wirklich den Finger in die Wunden legen. Und wir wissen, dass wir jetzt, seitdem wir wirklich den Ukraine-Krieg von Herrn Putin in unmittelbarer Nähe haben, dass wir in eine andere Zeit reingehen. Und heute habe ich mir eingeladen, Professor Klaus Lutz, Sie sind der Vorstandsvorsitzende der BayWa AG, einer der großen Agrarunternehmen hier in Deutschland, und Sie sind der Präsident der IHK hier in München und Oberbayern. Herr Professor Lutz, Sie haben in den letzten Tagen, letzten zwei Wochen unglaublich die Wahrheit gesagt. Sie haben gesagt, es könnte sein, dass wir eine Inflationsrate von 10% erwarten. Da ist es so manchen Leser ganz anders geworden. Das kann ich verstehen. Ich weiß, dass ich auch ein bisschen polarisiere, aber ich glaube, es ist wichtig, auch als Unternehmer und vor allem auch als Vertreter der Münchner, Oberbayerischen und auch der Bayerischen IHKs hier Klartext zu reden und auf den Punkt zu kommen, damit die Menschen wissen, was in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren auf uns zukommt. Die 10% Inflationsrate sind auch nicht aus der Luft gegriffen. Das ist eine Kalkulation, die wir mal so gemacht haben auf der Basis bestimmter Werte. Die würde ich gerne mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen, wenn sie einverstanden sind. Wenn man sich einmal anschaut, das Erdgas hat seit dem März 2022, also im letzten Jahr, eine Verteuerung von 145%. Erdgas ist wichtig zum Beispiel bei der Produktion von Nahrungsmitteln. Oder Heizöl, 131% plus Dünger, ganz wichtig natürlich für die Produktion von Grundnahrungsmitteln und den Rohstoffen, die wir für Brot und für Fleisch und für Milch und Käse und all die Grundnahrungsmittel brauchen, ist um 87% gestiegen. Und Pflanzenöle sind ja momentan auch in aller Munde. Sonnenblumenöl gibt es nicht mehr wegen der Ukraine. Und dann die ganzen Hamsterkäufe und so weiter haben wir einen Plus von 72% und bei der Butter von 56%. Wenn man sich jetzt den Korb anschaut, der die Inflationsgrundlage für die Berechnung der Inflation ausmacht, dann erscheinen mir 10% eher konservativ zu sein, ganz ehrlich gesagt. Das ist zwar schlimm, aber es ist so. Und dann gibt es darüber hinaus ja auch noch Teuerungen. Man spricht von der sogenannten Asset-Inflation. Da sprechen wir ja über ganz andere Quoten und andere Zahlen. Ich will niemanden Angst machen, das liegt mir fern. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger verstehen, was da auf uns zukommt. Denn die Handlungsspielräume der Europäischen Zentralbank, und das ist sozusagen die Institution, die sich ja für die Geldwertstabilität einsetzen muss, das ist das Gesetz, die Handlungsspielräume sind sehr, sehr knapp und eng, wenn überhaupt vorhanden. Es gibt ja auch Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, die können eigentlich gar nichts machen, denn mit jeder Zinserhöhung, das wäre jetzt so ein Instrument, um ein Stück weit dagegen zu steuern, mit jeder Zinserhöhung wird natürlich die Verschuldung vor allem in Südeuropa noch größer und irgendjemand muss ja die Zinsen für die Zinsen und die Zinseszinsen und für die Verschuldung und die Rückzahlung der Verschuldung bezahlen. Das heißt, es könnte in einem schlimmen Fall dazu kommen, dass das gesamte Eurosystem zu wackeln beginnt und durch die Wahl von Macron versucht man ja, das ist meine Vorhersage, mehr und mehr die Schulden zu vergemeinschaften und man wird auch gemeinsame Bonds aufnehmen. Ich bin mir sicher, dass es in diese Richtung geht. Dann gewinnt man vielleicht ein bisschen Zeit, ein bisschen Luft. Aber das sind alles Schecks und Wechsel für die Zukunft und die nächsten Generationen müssen das bezahlen oder es implodiert. Nun lassen Sie uns mal reden, Sie in Ihrer Funktion als Präsident der IHK. Das heißt, die IHK ist ja schon auch eine Institution, die immer so ein bisschen, ja, sind so ein bisschen konservativ, ist irgendwie so ein bisschen beamtenladen. Aber Sie haben ja auch die IHK jetzt richtig, sage ich mal, aufgeweckt. Und zwar positiv im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt reden wir doch mal von dem Ukraine-Krieg, der natürlich die ganze Wirtschaft
und zwar manchmal in einem unglaublich schnellen Tempo verändert. Also kürzlich wurde jetzt sagen wir, der Gashahn gegenüber Polen abgedreht. Ja? Das kann uns genauso passieren. Das heißt, wir haben Abhängigkeiten. Wir haben Abhängigkeiten im Bereich der Energie, wir haben Abhängigkeiten im Bereich also Öl, wir haben Abhängigkeiten natürlich auch im Bereich das, was ja die BayWa wirklich, die BayWa hat ein unglaubliches Wissen und Netzwerk etc., aber sie spüren es ja auch selbst. Was passiert denn mit, sagen wir mal, Feldern, die früher bestellt worden sind und jetzt vermint sind? Also das heißt, da kommt nicht mehr so viel rein. Auf der anderen Seite muss man ja mal weltweit schauen. Es gibt also auch dann in Afrika wahrscheinlich mehr Länder, die plötzlich Hungernot leiden müssen, die dann beginnen zu marschieren. Einfach sagen, wir gehen dahin, wir müssen flüchten etc., weil wir Hunger haben. Ja. So, jetzt bleiben wir mal dabei. Was bedeutet das jetzt für die Wirtschaft? Also wir haben ja praktisch jeden Tag neue Erkenntnisse. Und wenn man jetzt einfach mal, und das finde ich auch gut, Sie sind ja auch jemand, der auch den Politikern so manche Wahrheit ins Gesicht sagt. Und das ist wichtig. Ja? Und da sind Sie ja einer der wenigen ja, in Deutschland. Ja? Aber schön langsam merkt man, dass es die Komfortzone, wie sie vielleicht üblich ist in manchen Unternehmen, nicht mehr gibt. Das heißt, man muss auch Klartext sprechen. Wie gehen wir mit sowas um? Und jetzt bleiben wir dabei, wir haben auch noch eine ganz schlimme Abhängigkeit, und zwar ist es die Abhängigkeit der Mikroelektronik, der Mikrochips. Wenn Sie mal schauen, die Welt rüstet auf, Militär braucht Chips, ja? Digitalisierung braucht Chips, ja? Die ganzen digitalen Meetings, die laufen, das geht ja auch nicht ohne Chips. Ja? Das heißt, wir haben Abhängigkeiten. Und jetzt frage ich Sie mal, warum sind diese Abhängigkeiten gekommen? Also wie kommen wir denn da raus? Und zwar schnell kommen wir da auch nicht raus. Also, wenn man es provozierend formulieren will, man müsste auch mal mit Frau Merkel reden, was war denn jetzt in der letzten Bundesregierung, oder es geht ja noch weiter zurück, bis 2013, wo das sogenannte Nabucco-Projekt beerdigt wurde. Das wäre eine Gaspipeline gewesen über Südeuropa nach Aserbaidschan, wo man Gasvorkommen in Aserbaidschan hätte einspeisen können und die entsprechenden Volumen sind da auch da. Oder auch arabische Länder, mit denen wir jetzt schwierige Verhandlungen führen. Herr Habeck macht das ja, und da ziehe ich übrigens meinen Hut davor, wie die grünen Politiker jetzt in Verantwortung sozusagen sich realistisch orientieren. Auf der anderen Seite, Herr Professor, der Kanzler schweigt. Der Kanzler schweigt, das ist vielleicht eine hin und wieder auch ganz vernünftige Strategie. Aber nochmal zurückkommen zu dem großen Bild. Was bedeutet all das für die Wirtschaft? Die Abhängigkeiten, die sind nun mal da. Die Politik, die damals getrieben wurde und vor allem das Beenden dieses Nabucco-Projekts hing damit zusammen, dass man gesagt hat, naja, der Erdogan will so, der türkische Präsident will so die Türkei in die Europäische Union führen. Jetzt im Nachhinein sagt man, naja gut, hätten wir sowohl russisches Gas, hätten wir Gas aus Aserbaidschan, aus den arabischen Ländern über eine entsprechende Pipeline, das Projekt hieß Nabucco, dann wären wir etwas flexibler. Ja, das stimmt, nur es ist leider nicht so. Das heißt, wir müssen uns heute mit den Realitäten auseinandersetzen. Und wir sind die Realitäten. Wir haben eine Abhängigkeit von Russland im Hinblick auf die Gasversorgung. Öl ist nicht ganz so schlimm und Kohle, glaube ich, kann man auch einigermaßen managen. Heute hat Herr Habeck ja angekündigt, dass er eine Chance sieht, die Öllieferungen aus Russland zu stoppen. Was wir als IHK und Vertreter der Wirtschaft sagen, ist, wir können auf die Gaslieferungen aus Russland nicht verzichten. Warum nicht? Weil wir keine Alternativen haben. So, aber jetzt frage ich Sie noch etwas. Jetzt immer mehr quasi den Hahn zuzudrehen mit den ganzen Sanktionen, das macht ja den Mr. Putin immer verrückter. Da kommt ja Angst auch auf für uns alle. Also, ich meine, Sie lesen heute fast in jeder Tageszeitung Atomkrieg. Also das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das sind ganz gefährliche Worte, die hier genutzt werden. Das ist natürlich ja, Psychologie. Ist Erpressung dabei. Auch ist irgendwo, ja? Ganz klar, ist Erpressung klar, dabei. Ja. Man will hier für Angst und Schrecken. Aber es macht uns doch Angst. Es macht ihn doch Angst. Ja, natürlich. Angst. Klar, es macht mir Angst. Und, ja, ich meine, und Angst für die Wirtschaft ist halt immer schlecht, weil wo Angst ist, ist kein Vertrauen mehr da. Ja? Angst für die Wirtschaft, aber gleichzeitig ist natürlich auch das Thema, wenn wirklich ein Bündnisfall eintreten würde, ich denke an Polen Mitglied der NATO, wenn da irgendwas passiert, sind wir alle gefordert, da kann es einem nur schlecht werden. Und ja. Die Konsequenzen sind nicht vorhersehbar
und hochdramatisch, aber bezogen auf die Wirtschaft. Wir haben die Abhängigkeit von Gas. Deswegen sagen wir, und sage ich ja auch, wir können auf die Gaslieferung aus Russland deswegen nicht verzichten, weil wir sonst künstlich massiv die deutsche Wirtschaft und auch andere europäische Länder schwächen würden. Und nur ein starkes Deutschland in der Europäischen Union ist auch in der Lage, Russland diplomatisch die Stirn zu bieten und auch in diesem schlimmen Konzert mitzuspielen. Sonst wären wir auch gewaltig unter Druck kommen. Und ich sage auch immer zur Politik, und ich meine, das ist eine böse, ich will auch niemanden ärgern, wenn wir also hier sagen halt die Wahrheit. Meine Wahrheit, ob das dann wirklich so ist. Naja, aber sonst würden die Medien nicht plötzlich merken, da ist jemand da, der sagt die Wahrheit. Ja. Da müssen sie durch. Aber da gehe ich auch gerne durch, ja. Und ich habe meine Haltung, und das ist auch gut so, und das ist mein Job auch als Ehrenpräsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages. 400.000 Mitglieder. Ja, und insgesamt 1,2 Millionen in Bayern. Aber ich sage halt auch zur Politik, was machen wir, wenn wir dann Verwerfungen sozialer Art haben, die Menschen auf der Straße sind, wir Arbeitslosigkeit haben und so weiter, oder noch die Verschuldung noch höher wird, wie sie eh schon ist, und ein Sondervermögen jagt das andere, was ja verfassungsrechtlich wirklich sehr problematisch ist. Also bitte, Deutschland muss stabil und wirtschaftlich einigermaßen intakt sein. Und darf ich Ihnen ein kleines Beispiel erklären, wie die Entscheidung Putins, die Ukraine anzugreifen, in einer ganz anderen Region als hier bei uns in Europa zu zum Teil verheerenden Konsequenzen geführt hat. Ich spreche von Indonesien. Indonesien ist einer der großen Ölproduzenten dieser Welt. Es geht um also Raps. 130 Millionen Menschen leben dort. Da leben so 130 Millionen Menschen. Ja. Ich habe die Zahlen ja auch hier. Einer der großen Palmöllieferanten, ist alles sehr umstritten. Da wird der Regenwald abgeholzt oder wurde abgeholzt oder niedergebrannt. Das ist ja alles auch fürs Klima eine Katastrophe. Also die Logik ist, Putin greift die Ukraine an. Es fehlen bestimmte Ölsorten, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Es gibt mittlerweile ja auch Läden, wo es nicht mehr genügend Olivenöl gibt, weil alle horten, ja, und Angst haben und ich muss irgendwas machen. Aber an diesem kleinen Beispiel sehen Sie, eine Entscheidung eines Menschen oder wer auch immer wirklich dahinter steckt, ist eine Kettenreaktion. Die Kettenreaktion ist, dass Palmöl für die indonesische Bevölkerung ganz wichtig ist, um zu kochen, zu backen, braten und so weiter, wird jetzt massiv nachgefragt. Warum? Weil Rapsöl und Sonnenblumenöl und andere Ölsorten entweder nicht mehr zur Verfügung stehen oder nicht mehr kaufbar sein werden oder die Leute einfach Angst haben und warten. Führte dazu, dass es die ersten sozialen Unruhen oder zumindest Verwerfungen in Indonesien gab und jetzt die Regierung einen Exportstopp verhängt hat für Palmöl. Und das hat wiederum eine Konsequenz für die gesamte Industrie. Ja. Wenn ich an Nutella und Ähnliches denke, ohne Palmöl nicht möglich. Und warum macht es die indonesische Regierung? Um die eigene Bevölkerung, wie Sie sagen, 130 Millionen Menschen zu schützen, dass sie sich selbst auch in der Zukunft ernähren können. Und das ist eine ganz dramatische Entwicklung, die vom Ukraine-Krieg ausgelöst durch die Russen letztendlich zu dieser Konsequenz geführt hat. Und wenn ich mir überlege, dass der Raps heute die Tonne 1.100 Euro kostet. Herr Lejeune, ich bin jetzt 14 Jahre in diesem Job. Ich kann mich an ganz andere Summen erinnern, 120 Euro oder 150 Euro oder wie auch immer. Jetzt sind wir bei 1.100. Dieses kleine Beispiel zeigt die Kettenreaktion einer militärisch-politischen Entscheidung in einer Hemisphäre, wo wir ganz weit weg sind, nämlich eben in Indonesien. Und das ist jetzt die Agrarseite, aber wenn ich mir die Chipseite anschaue und auch energieintensive Industrien, dann droht Europa und droht Deutschland. Wenn wir hier jetzt wirklich große Fehler machen, dann droht eine Entindustrialisierung von Mitteleuropa mit langfristigen Konsequenzen und Folgen, die ich persönlich Venezianisierung nenne. Was meine ich damit? Dann sind wir sowas wie Venedig, man fährt hin und schaut sich's an, wie es früher mal war. Ja. Und das kann ja nicht unser Interesse sein. Das kann ja nicht die, sagen wir mal, wirtschaftspolitische Strategie eines vereinten Europas sein. Natürlich weiß ich, wenn ich jetzt moralisiere, dass das nicht immer nur überzeugende Argumente sind aus unserem Wertesystem heraus. Aber man muss sich mit der Realität, der politischen, militärischen Realität beschäftigen. Und es ist nun mal so, dass wir ein starkes Deutschland brauchen,
Und es darf niemand und es kann niemand in Europa wirklich ernsthaft Interesse daran haben, dass Deutschland aufgrund dieser Gas-Energieversorgungsabhängigkeit in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt. Und das wird so der Fall sein. Allerdings will ich auch sagen, Verhunger in diesem Jahr und sagen wir mal, Anfang 2023 braucht jetzt keine Angst haben. Herr Professor Lutz, der Krieg ist keine Eintagsfliege. Der geht jetzt schon über 2 Monate. Ja. Der Krieg wird auch weitergehen. Es wird, also ich sage jetzt mal, für Herrn Putin kann die Ukraine ein Stalingrad werden. Also da wird es immer Unruhen geben. Es wird immer Unruhen geben. Jetzt kommen natürlich die Medien. Ja, jetzt kommen die Medien, die das einfach logischerweise jeden Tag berichten. Die Kinder, die junge Generation sieht es im Fernsehen. Die sehen also Krieg jeden Tag, also egal auf welchen Programmen. Was ich jetzt einfach nochmal sagen möchte. Wir haben tonnenweise Angst in der Welt. Und zwar weltweit. Es ist so. Also und wo Angst ist, ist die Kreativität nicht mehr so gut und vor allen Dingen das Vertrauen sinkt. So, jetzt muss man natürlich auch mal sagen, die junge Regierung, die wir haben, die Ampelkoalition, die sind ja auch von dem Ganzen überrascht worden. Sie haben gewisse Dinge geerbt, wo sie gedacht haben, das können wir schon irgendwie managen. Aber das, was eben vorher nicht erledigt worden ist, also ich bleibe mal dabei bei der Chipindustrie. Wir waren einer der großen Chip-Nationen. Und ich kann mich noch erinnern, mein ganzes Leben ist Mikroelektronik. Ich war damals beim Vorstandsvorsitzenden von Siemens, ich war bei Philips, ich war bei Telefunken und habe denen gesagt, bitte, bitte lasst jetzt nicht die Fernostasiaten, also mit Kameras in eure Fertigungsstätten. Und irgendwann ist das Tempo, ist eben einfach immer schneller geworden. Die anderen haben gesagt, okay, wir kopieren das Ganze, Plagiate und so weiter. Und plötzlich haben wir keine Chipindustrie mehr. So, jetzt kommt alles, wo Abhängigkeiten sind, ist natürlich die Preisliste tot. Das heißt, du musst zahlen, wenn du es brauchst. Und es geht nicht nur um Russland, es geht auch um China, es geht um andere Länder, wo wir vor allem auf der Rohstoffseite komplett abhängig sind. Und das muss man auch mal ganz offen aussprechen. Es gibt dazu keine Alternativen. Ja. Der afrikanische Kontinent ist mehr oder weniger in der Hand der Chinesen. Ja. Der Zugriff auf die natürlichen Ressourcen in Afrika, da gibt es ja viele Minen zu den, mit unterschiedlichen Rohstoffen und so weiter, seltene Erden, Kobalt und so weiter. Da haben die Chinesen die Hand drauf, wir nicht. Das heißt, für das, was wir auch umwelttechnisch machen wollen, die Energiewende, Wind, Solaranlagen, all diese Dinge, brauchen wir chinesische Lieferanten, brauchen wir die Rohstoffe aus Regionen, wo, sagen wir mal, die Demokratie nicht besonders hoch angesehen ist. Also mit anderen Worten, es sind autokratische, diktatorische, vielleicht sogar verbrecherische Systeme, wo wir Abhängigkeiten haben. Das ist nicht nur im Bereich der Energie, es ist im Bereich der Pharmazie zum Teil so, wenn ich an die Antibiotika-Produktion denke, das ist Indien und China und in vielen anderen Sektoren des Wirtschaftslebens auch. Das muss man einfach mal so sehen und jetzt kommunizieren. Jetzt bleiben wir mal dabei. In vielen Schlüsseltechnologien war Deutschland einfach der Pionier. Das heißt, wir haben die Innovation outgesourced. Ja? Und jetzt haben wir ein Problem. Also ich bin nicht so ein Problemdenker. Dennoch, wenn wirklich Hubert Aiwanger sagt, jetzt brauchen wir Windradeln, ja, ist ja in Ordnung. Ja. Aber erst einmal 100 Windradeln, ja, können also nicht eine Energieschottisch ersetzen, ja, sage ich jetzt mal. Dennoch, es braucht Zeit, sowas dann zu machen. So, und jetzt kommt etwas dazu, wo ich Sie jetzt gerne mal als IHK-Präsident fragen möchte. Was natürlich die Thematik ist, wir haben diese Probleme jetzt weltweit. Es ist nicht so, dass jedes Land, das ein oder andere, kommt genauso dran. Genauso. Das heißt, was ich eben empfinde, ist, wir müssen jetzt einfach mal ja, das Problem ganz klar offenlegen und sagen, wie gehen wir damit um? Und jetzt gerade als Präsident, was passiert denn jetzt mit Fertigungsstätten, wenn die jetzt kein Gas mehr haben oder so? Ja? Was sind denn da? Da haben Sie doch momentan sicherlich viel zu tun als IHK-Präsident, weil die Handwerker, also Beispiel, es steigt ja alles, die Baupreise steigen, weil eben die Ketten sind unterbrochen, Lieferketten sind unterbrochen, dann die Häfen, Sie kennen es ja selber aus der Baywa, Sie haben ja auch Schiffe unterwegs und plötzlich ist der Hafen gesperrt oder jetzt, wenn Sie heute nach Asien fliegen, können Sie nicht mehr über die schnellste Route nach Russland drüber, sondern müssen über Dubai, müssen umsteigen. Also das sind Dinge, die jetzt immer schneller weltweit kommen, immer schneller. Und es ist auch keine schnelle Lösung da. Insofern ist es wichtig, dass Sie auch mal, und das ist wichtig, auch Sie vertreten ja auch viele, viele kleine Betriebe oder so, die merken es ja auch. Das heißt, der Abnehmer
Ich will nur ein Beispiel sagen. Wenn Sie heute irgendwo in ein Restaurant gehen und einfach mal sagen, das gibt es ja nicht, ich habe doch jetzt gestern oder vor 2 Wochen habe ich das Gleiche gegessen und warum kostet es jetzt plötzlich statt 26 Euro plötzlich 34 Euro? Dann gibt es einen Grund, nicht weil der Wirt gesagt hat, sondern der muss schon jetzt gewisse Kosten anders berechnen. Das heißt, wir haben eine Kostenexplosion und jetzt Sie oder vielleicht auch ich, also ich kann schon noch an die Tankstelle fahren und kann sagen, jetzt soll es halt. Aber es gibt viele Menschen, die plötzlich merken, ich kann mir das gar nicht mehr leisten. Das heißt, die gehen dann nicht mehr ins Restaurant oder die können dann nicht mehr. Also das sind ja Dinge, die jetzt kommen. Und sie sind ja auch so ein fürsorglicher Manager. Sie denken auch wirklich an Mitarbeiter und so. Aber jetzt als Präsident, was sagen Sie denn den 400.000 Mitgliedern, was da auf Sie zukommen kann? Da sprechen wir gleich drüber. Namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Ja, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Ja, wie verändert der Krieg, der ganz nahe jetzt an Europa ist, wie verändert der die Wirtschaft, aber auch uns Menschen? Ja, mein heutiger Gast, Professor Klaus Lutz, Sie sind der Vorstandsvorsitzende der BayWa AG hier in München, einer der großen Agrarhändler, einer großen Konzerne, 25.000 Mitarbeiter weltweit. Jetzt Folgendes, was ja jetzt momentan los ist, ich habe es mal so aufgeschrieben. Cyberrisiken, steigende Zinsen, Nachhaltigkeit ist gefordert, Finanzierung digitaler und nachhaltiger Geschäftsmodelle, dann steigende Rohstoffpreise, Neobanken, Pandemie, Krieg auf europäischem Boden, hohe Regulierung. Also was ich ja gut finde, momentan geht ja alles schneller, gell? Also jetzt haben die Beamte und Beamten, wirklich, die wollen das ja, aber jetzt haben die gemerkt, also die Politik winkt jetzt schon manches durch. Und ich glaube, da kann ja auch die IHK mal, und die IHK ist ja ein Riesenpartner der Staatsregierung und vor allen Dingen auch der Politik, aber auch der Wirtschaft. Also mit den Regulierungen ist es schon wichtiger. Wenn ich jetzt einfach eine Baubewilligung möchte, habe also irgendwie die Finanzierung parat und dann irgendwas sagt, ja, aber die Steckdosen müssen Sie jetzt doch anders machen, dann dauert das nochmal 6 Monate und zwischenzeitlich sind die Zinsen nicht mehr bei 2% Finanzierung. Die waren ja noch vor einem Jahr waren es bei 0,6, 0,7, sondern sind die plötzlich bei 4 und dann wird alles teurer und der Handwerker sagt, ja, aber dieses Angebot kann ich auch nicht mehr, logischerweise. Ja, Holz ist knapp und. Was sind denn da so für Empfehlungen von Ihnen? Ich meine, Sie müssen ja auch da, sagen wir mal, nicht laut sprechen, aber die Wahrheit sprechen. Was empfehlen Sie jetzt? Ja, sowieso die Wahrheit. Das ist klar, soweit man von einer Wahrheit wirklich auch ausgehen kann. Ja. Für uns ist wichtig, die IHK ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir sind auch als Berater für die Regierung und für die Politik da. Diesen Beratungsauftrag kommen wir natürlich gern nach. Aber neben den Großkonzernen steht natürlich der Mittelstand ganz wesentlich im Fokus unserer Arbeit und der Arbeit der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das hervorragend machen. Was ist die Empfehlung? Ich meine, die Empfehlung ist für die Politik, wir müssen unsere Geschäftsmodelle und auch das Geschäftsmodell Deutschland komplett neu denken. Und wir haben sehr viel verloren. Wenn ich überlege, wir reden über die Energiewende, das ist ein zentrales Thema der Politik, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, auch auf Länderebene. Wir waren die führende Nation in der Produktion, Entwicklung und Innovation von Solarmodulen. Haben wir alles verloren, das war in Sachsen-Anhalt, da hat man über das sogenannte Solar Valley gesprochen, das gibt es alles nicht, alles abgewandert nach China, da sind die Rohstoffe, da ist das Know-how und was sind wir? Wir sind die Projektentwickler, wir bauen, wir machen, wir tun, aber wir sind selber nicht mehr in dieser originären Entwicklung tätig. Das heißt, wir sind Kunden geworden und sitzen im Zuschauerraum und vorne spielt die Weltklasse. Genau. Um jetzt unsere Wirtschaft und vor allem die energieintensive Wirtschaft
nach vorne zu bringen und Innovationen wieder mehr zu ermöglichen, müssen viele, viele Dinge geändert werden. Erster Punkt ist, es dauert einfach zu lange, bis so ein Solar- und ein Windkraftwerk gebaut werden kann. 5, 6, 7 Jahre, bis man Genehmigungen bekommt. Das ist einfach absurd. Das muss reduziert und verschlankt werden. Gefährlich ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich, weil die Abhängigkeiten werden immer stärker von Russland, von China. Ja. Andererseits mit dem sogenannten LNG, also dem Flüssiggas, Fracking und was es da alles gibt aus USA. Ich meine, das wird sehr, sehr teuer sein. Auch das aus Katar wird teuer sein und damit sind wir nicht wettbewerbsfähig. Wir brauchen eine neue und eine vernünftige und zwar mit Top-Geschwindigkeit umgesetzte Energiepolitik. Sonst wird unser Wirtschaftsstandort Deutschland massiv leiden. Es ist einfach so. Wir sind dann nämlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Was machen dann die Unternehmen? Die Unternehmen, die sich leisten können, gehen dann aus Deutschland weg in andere Regionen, andere Länder, wo man energetisch wettbewerbsfähig produzieren kann. Das wäre dann bei uns nicht mehr der Fall. Also wir müssen hier wirklich Gas geben. Ich habe schon den Eindruck, dass die Bundesregierung und hier vor allem natürlich der Herr Habeck, der Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, dass die hier versuchen, und es gibt ja auch jetzt dieses Osterpaket, mitzuhelfen, was zu verändern, zu vereinfachen. Aber es gibt auch Entscheidungen, die kein Mensch versteht. Es ist zum Beispiel eine Technologie, die aber vielleicht auch der Minister nicht versteht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber das ist dann das Gefährlichste. Wenn man irgendwas entscheidet, was man nicht versteht. Das ist ganz gefährlich. Das ist schon in der Vergangenheit passiert. Ja. Aber das ist passieren, wird auch immer wieder passieren. Aber wenn ich mir jetzt das sogenannte Osterpaket anschaue, und es geht doch um die Aussage, wir brauchen möglichst schnell erneuerbare Energie. Ja, okay. Aber jetzt haben wir die 10H-Regel in Bayern. Ja, 10 der Abstand. Die Abstandsregeln sind so, dass es eigentlich wirtschaftlich keinen Sinn macht, hier in Windanlagen zu investieren. Die Regierung hat ja gesagt, die bayerische Staatsregierung, es wird Ausnahmen geben, aber wir haben an sich ein Potenzial von ca. 30 Gigawatt Renewable, also erneuerbare Energie über Wind in Bayern, aber aufgrund der Bestimmungen, so wie sie heute sind und wenn das heute so gelebt würde, dann kann ich maximal 3 Gigawatt umsetzen. Dann gibt es sogenannte Floating, schwimmende Solaranlagen, die man auf Seen bauen kann. Holland ist dort führend, das macht unter anderem unser Unternehmen nebenbei bemerkt. Wir sind dort Marktführer und ich habe jetzt die Zahl hier. Durch dieses Osterpaket und die Begrenzungen aus Umweltgründen kann man zum Beispiel nur 15% einer Gewässerfläche, einer Wasserfläche von einem See, Baggersee, Kiessee oder irgend sowas, kann man nur mit Solarmodulen bestücken. 15%. Und der Abstand zum Ufer muss 50 Meter sein. Kurzum, das Potenzial sind eigentlich 20 Gigawatt. Durch diese Entscheidung maximal 1 Gigawatt kann umgesetzt werden. Und das ist der Konflikt natürlich auch in der Bundesregierung. Auf der einen Seite, wir brauchen die Energiewende, wir brauchen günstige, wettbewerbsfähige Energie, sonst kommt die Wirtschaft massiv unter Schwierigkeiten. Jetzt bleibe ich mal dabei. Und gleichzeitig Umweltschutz. Jetzt bleibe ich mal dabei. Also wir denken da beide vielleicht noch an Oliver Kahn. Also diese Eier, die da in dem Osterpaket sind, das sind ja chinesische Eier, russische Eier und andere Eier. Ja? Also brauchen wir in Deutschland wirklich eigene Eier? Das wäre die früher, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, die früher alle da waren. Das heißt, die Mentalität in Deutschland ist für manche Innovationen zu langsam. Ja, nicht nur Deutschland, sondern die Regulierung auch der Europäischen Union spielt hier eine wichtige Rolle. Also es wird immer wieder noch einer redet rein und noch einer und hier und das und das. Ja, und auch Gesetze, das die macht uns sie behindern. Doch auch wahnsinnig. Ja, natürlich macht mir das wahnsinnig. Und ich gehöre zu einem der härtesten Kritikern bestimmter Spielregeln, die aus der Europäischen Union kommen, wie die nachhaltige Finanzierung, wie die sogenannte Taxonomie. Ich meine, das führt jetzt zu weit, da in die Einzelheiten einzusteigen. Wir blockieren uns selbst. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir uns selbst ab. Die stimmt nicht. Ja, die Denke stimmt nicht, die Mentalität stimmt leider nicht und jetzt, es fehlt damit Innovation, das ist die Konsequenz. Und jetzt kommt der eine dazu, wieso, ich meine, man kann über die Bild-Zeitung reden, was man will, wieso greift die Bild-Zeitung ihre klaren Statements auf? Warum macht das jetzt nicht, sagen wir mal, eine Zeitung, die Sie auch ganz gut kennen? Ja? Weiß ich nicht. So, also mit anderen Worten, Herr Professor Lutz, wenn Sie jetzt einfach mal... Also ich empfehle Ihnen wirklich, telefonieren Sie mal öfters mit Herrn Scholz. Irgendwann geht er schon ans Telefon, ja, weil Ihre Statements, die treffen wirklich ins Herz. Und das ist auch richtig. Also wir müssen ja Deutschland auch jetzt fit machen. Und das geht nicht schnell. Also man meint, ja. Und vor allen Dingen, Sie haben ja auch wirklich kleine Betriebe, die Sie schützen.
Und irgendwann, der kleine Mann merkt das jetzt immer mehr. Der merkt das immer mehr. Also ein Beispiel. Ich habe heute eine Konferenzschaltung gehabt mit einer Dame, die eine Top-Managerin ist, eine Bankerin. Die hat gesagt, Herr Lejeune, wissen Sie was, jetzt erzähle ich mal was. Ich kaufe jeden Freitag das Gleiche ein in meinem Supermarkt. Und jetzt habe ich kürzlich geschaut und gesagt, da stimmt doch was nicht. Also habe ich was anderes eingekauft. Nein. Um 40% teurer. Lebensmittel. Wahnsinn! Also das merken wir jetzt noch nicht so, aber irgendwann merkt es jeder. Darum sehe ich die 10% eher als konservativ. Ja klar, ja. Und Herr Professor Lutz, im Grunde sind das Versäumnisse, die jetzt hochkommen. Es sind ja veränderte Lieferketten, auch Versäumnisse. Ja, wir hatten bei der Energiewende... Aber wo ist da Emergency Thinking? Also man muss ja auch mal überlegen, was passiert da? Und ich meine, mit Herrn Putin, die so eine Beziehung, was ist jetzt nach Frau Merkel? Die hat ja doch auch vieles wahrscheinlich... Hätte der anders gemacht oder ja, es ist jetzt egal. Zurückzuschauen. Aber wir haben jetzt das Damoklesschwert ist Tempo. Es geht um Tempo. Und machen Sie mal Technologie in einer Abhängigkeit von Mikrochips mit Tempo. Ja, gute Nacht. Wenn ich das kleine Teilchen nicht kriege, kann ich noch die beste Ingenieurleistung haben. Aber nur wenn ich das kleine Teil einsetzt, funktioniert der Laden. Sonst geht's nicht. So, dann wir haben Abhängigkeiten. Ganz gefährliche Abhängigkeiten. Die können wir nicht von heute auf morgen lösen. Das heißt, Abhängigkeiten, da braucht es politische Gespräche. Da muss man auch mal mit denjenigen reden. Und wir haben natürlich Gott sei Dank auch noch, sagen wir mal, im Maschinenbau etc., wir hätten schon auch Abhängigkeiten, ja, für andere Länder. Das wird überhaupt nicht so gesehen, sondern ja, mal. Aber ich bleibe mal dabei. Gott sei Dank gibt es so Leute, wie Sie sind, ein mutiger Manager, ein mutiger, weil das findet nicht jeder gut, wenn man solche Aufweck-Interviews gibt in der Bild-Zeitung oder egal, sie waren überall in NTV. Jeder hat entdeckt, Moment mal, der Lutz, der sagt da die Wahrheit. Ja, und da kommt Ihnen natürlich zugute, Sie sind Unternehmer, Sie haben einen riesen Konzern aufgebaut, Sie wissen, wie Innovation funktioniert. Und jetzt frage ich Sie mal, was macht der Kanzler verkehrt? Der macht irgendwas verkehrt. Da bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich was verkehrt macht. Da macht er nichts. Das ist verkehrt. Er kommuniziert zumindest nicht. Ja, aber das so, ist, wie das aber in jetzt, der heutigen jetzt in solchen Zeit, ja? Zeiten muss er doch auch mal sagen, was da kommen kann. Also wir haben jetzt nicht, also ich meine, die nächsten sagen wir, Quartale, es ist ja nicht irgendwie ein Kinderfasching oder Kindergeburtstag. Da ist Härte schon da. Das ist schon klar. Ja? Also ich glaube, dass er sich klug verhalten hat im Vorfeld der Wahlen zur französischen Präsidentschaft. Man stelle sich vor, er hätte zum Beispiel angekündigt, Deutschland steigt aus dem Gasimporten aus Russland aus, was das bedeutet hätte. Das wäre Wasser auf die Mühlen von Frau Le Pen gewesen. Ja. Man stelle sich vor, Madame Le Pen wäre jetzt Präsidentin der République Française, was das bedeuten würde. Das ist nicht eingetreten. Der zweite Punkt ist, mir steht es auch gar nicht zu, dem Bundeskanzler jetzt hier Ratschläge zu geben, wenn ich gefragt werde. Warum, würde ich, warum nicht? Ja, weil ich nicht gefragt bin, wenn er mich fragt. Ja, aber würde, das kommt schon noch, schauen wir mal ernsthaft. Aber Sie würden da nicht Lampenfieber kriegen, oder? Nein, also ich unterstelle mal, dass dahinter keine verkappte Putin-freundliche Politik oder sowas steht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber eins ist schon klar, diplomatische Lösungen sind wichtig. Sein Zögern im Hinblick auf die sogenannten schweren Waffen zu liefern an die Ukraine, kann ich nachvollziehen. Das hat mit vielerlei Gründen zu tun. Ja, doch. Aber, ja, und da hätte ich zwei Anmerkungen dazu. Ich finde, das Deutschland-Bashing, sowohl vom ukrainischen Botschafter in Berlin gegenüber unserem Land, wo er auch ein Gastrecht genießt, als auch von anderen europäischen Freunden. Wenn ich an Monsieur Hollande denke, der zum Beispiel gesagt hat, die Deutschen sollen gefälligst die Gaslieferungen aus Russland einstellen, dann frieren sie halt ein bisschen, zeigt er, dass er überhaupt keine Ahnung hat und welche Qualität der Ex-Präsident der Franzosen hat und andere, die aber sich auch... So, unser Präsident hat es ja auch gesagt. Der Herr Gauck hat es gesagt, ich habe ihn auch dafür kritisiert. Ja. Mittlerweile habe ich gehört, ist er von seiner Position auch abgerückt, weil es ist eben nicht so einfach. Sie können nicht einfach sagen, da ziehen wir einen Wintermantel an und alles ist erledigt. Das ist Unsinn. Aber zurückkommen zu Herrn Scholz.
Ja, jetzt liefern wir schwere Waffen. Wobei, Herr Söder hat so schön beim Ludwig-Erhard-Gipfel gesagt, was sind eigentlich schwere Waffen? Das müsste man mal definieren. Was ich sage ist, ich war 15 Monate bei der Bundeswehr in meiner, nach der Schule und vom Studium. Ja, ganz normal, W15 hieß das damals. Junge Leute wissen gar nicht mehr, was das ist, also Wehrpflicht. Und ich weiß ungefähr, wie es bei der Bundeswehr zugeht. So, wir sind ja nicht mal peinlicherweise in der Lage, unsere eigene Armee auszustatten. Und jetzt sollen wir aus Armeebeständen, wie das Politiker fordern, ich denke da an einen grünen Politiker aus Sauerlach, nicht weit weg von hier, der Herr Hofreiter, wir sollen aus Beständen schwere Waffen an die Ukraine liefern und die Bestände runterfahren. Ja, wunderbar. Nur, die funktionieren ja nicht. Ich weiß gar nicht, was da unser Beitrag sein soll. Okay, wenn die Ukrainer jetzt mit unserer Unterstützung bei Krauss Maffei oder bei Rheinmetall Waffen kaufen, was die Börsenkurse und machen. Das wird von heute auf morgen nicht funktionieren. Die Dinger müssen ja produziert werden. Aber jetzt kommt mein Punkt. Ein Deutschland-Bashing finde ich unmöglich und es ist auch nicht gerechtfertigt den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Denn erstens, die Hilfsbereitschaft der Deutschen ist enorm. Unser Haus hat zum Beispiel 27, 28, 40 Tonnen sofort mit Nahrungsmittel, Babynahrung und so weiter an die ukrainische Grenze in Rumänien und Polen geschickt. Das wurde alles von der BayWa und von Partnern von uns finanziert. Der zweite Punkt ist, wenn Sie sich mal anschauen, es gibt eine Liste der Bundesregierung, was für Waffen und für Unterstützung an die Ukraine geliefert wurde, dann ist das, finde ich, im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern beeindruckend. Drittens, was an Geld geflossen ist, das ist beeindruckend. Und viertens, das Thema schwere Waffen in diesen Konflikt einzubringen seitens der Bundesregierung, dass man hier gezögert hat, kann ich deswegen verstehen, weil man auf keinen Fall einen Bündnisfall entweder de jure oder de facto provozieren will und wollte, und ich hoffe, das bleibt auch so, dass nicht wir auch noch in diesen Konflikt hineingezogen werden. Mit anderen Worten, dass wir auch militärisch uns im Rahmen der NATO hier beteiligen müssen. Und ich glaube, das ist jetzt meine Interpretation, ist mit ein Punkt gewesen, warum Herr Scholz, den ich auch in anderen Zusammenhängen immer kritisiert habe, warum Herr Scholz sich so verhält. Das sehe ich total anders. Wissen Sie warum? Weil wir sind ja schon de facto drin. Es sind keine deutschen Soldaten. Ja, also, aber es kann doch nicht sein, dass der Bundeskanzler dann sagt, mit was die Medien zumindest berichtet haben, ja, also er möchte einen Atomkrieg vermeiden. Das ist doch auch keine Aussage. Ja, das ist natürlich... Das ist ja Schwachsinn. Also, ja. Selbst wenn es so ist, das macht doch den Menschen Angst. Ja, natürlich macht es auch. Aber was Lavrov, der Außenminister der Russen, jetzt mehrfach gesagt hat, es droht der Dritte Weltkrieg und dann noch mit atomarer Untermalung, ist natürlich auch völlig indiskutabel. Ja, aber es ist eine Erpressung. Also es kann so oder so kommen. Aber jetzt bleibe ich mal dabei. Jetzt nochmal zu dem Botschafter, der ja da sich aufführt wie unglaublich. Also quasi, jetzt müsst ihr das machen. Oder auch Herr Selenskyj, jetzt das liefern. Das ist ja nichts anderes als ein Hineinziehen in diesen Konflikt. Genau. Es ist doch so. Genau. Und Schwächung Deutschlands. Und ihr macht es nicht. Und was Sie wirklich sehr beeindruckend hier schildern, wir machen ja unglaublich viel. Wenn man sich mal vorstellt, die ganzen Ukrainer, die sind alle untergebracht. Ja, die Kinder gehen schon in Schulen. Also das ist ja auch wichtig. Ja. Also wenn das nicht wichtig ist. Ja. Und darum lehne ich... Darum verstehe ich dieses Deutschland-Bashing nicht, es sei denn, es gibt irgendeine Agenda, die ich nicht erkenne. Ich finde es unmöglich. Vielleicht sagen wir es nochmal für unsere Zuschauer, was mit Bashing das meint. Bashing bedeutet, dass Deutschland schlecht geredet wird, dass man Deutschland unangemessen, nicht gerechtfertigt kritisiert und dass man uns in eine Ecke stellt, als würden wir hier gemeinsame Sachen mit Putin machen. Das ist einfach Unsinn, falsch, nicht akzeptabel. Wir haben mehr oder weniger alle Unternehmen, haben sich zurückgezogen aus Russland und machen keine Geschäfte mit Russland, bis auf Export, ist der eine Punkt. Und das andere ist, leider ist die Düngerproduktion in russischer Hand, auch wenn sie hier in Mitteleuropa stattfindet mit bestimmten Unternehmen. Da können wir auch keinen kompletten Stopp verhängen. Das geht einfach nicht, weil wir sonst mit der Nahrungsmittelproduktion bei uns zu Hause in Schwierigkeiten kommen. Ja. Und dann möchte ich mal die Menschen hier in diesem Land sehen, wenn es nicht genügend Brot, nicht genügend Mehl und nicht genügend was auch immer Grundnahrungsmittel gibt, was dann los ist. Dann ist das mit dem Verständnis für die Ukraine relativ schnell zu Ende. Dann kann man auch nicht mehr helfen. Dann kann man auch nicht dem Putin die Stirn bieten. Dann kann man auch nicht die Situation verändern, nach meiner Überzeugung. Genau. Und insofern glaube ich, ist eine eher zurückhaltende Politik von der militärischen Seite her
durch Herrn Scholz vernünftig. Ich gebe aber zu, oder ich meine, ich bin nicht hier, um Herrn Scholz zu verteidigen. Im Gegenteil, ich habe ihn ja schon oft massiv kritisiert. Ja. Aber jetzt in diesem Punkt könnte er vielleicht das ein oder andere etwas mehr explizit in der Öffentlichkeit und auch zur Beruhigung der Menschen kommunizieren. Und was wir beide nicht wissen und wahrscheinlich kaum jemand weiß, was war in diesem Gespräch mit Herrn Putin? Was ist da wirklich gesagt worden? Hat der Putin zum Beispiel gedroht? Hat er Deutschland an die, was weiß ich, historische Verantwortung, Zweiter Weltkrieg, Nazizeit, was auch immer erinnert? Das wissen wir alles nicht. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn der Herr Bundeskanzler dazu mal ein klärendes Wort sagt, ohne die diplomatischen Gepflogenheiten komplett zu brechen. Allerdings, was der Botschafter von der Ukraine hier veranstaltet, geht einfach nicht. Das kann ich auch als Bürger dieses Landes, hat nichts mit IHK zu tun, nicht akzeptieren. Aber jetzt lassen Sie mich noch auf einen Punkt kommen, da würde ich gerne mal Ihre Meinung als IHK-Präsident oder als Vorstandsvorsitzender eines weltbekannten Unternehmens gerne hören. Herr Schröder, mea culpa ist nicht mein Ding. Er ist der Kamerad von Putin und der steht dazu. Und gibt dann ein Interview, logischerweise, dass man sagt, ich mache es jetzt weg von Deutschland, in der New York Times. Und er sagt, ja, es ist mein Kamerad. Kann man natürlich sagen, er ist Demokrat. Also in der Demokratie muss man das offensichtlich verstehen. Wir haben Querdenker, wir haben Demonstranten, das ist alles gut. Das ist also in so einer Gesellschaft da. Da kommen also auch dann manchmal zum Beispiel die Ratten aus den Löchern, das ist halt so. Ja, oder Negatives kommt da plötzlich hoch. Dennoch, er ist nach wie vor Berater von Gazprom, ja? Und vor allen Dingen, er macht jetzt einfach, ich mache das einfach, ich stehe zu ihm, und das als ehemaliger Bundeskanzler. Meine Antwort ist eindeutig. Ich kenne Herrn Schröder persönlich, hatte mehrere Meetings, sehr intensive sogar, es war immer sehr nett. Ich habe auch immer wieder gesagt, dass die Regierung Schröder-Fischer dafür gesorgt hat, durch die Agenda 2010, dass wir wirtschaftlich in einem super Zustand über mehr als 10 Jahre waren. Er hat die Basis gelegt für den wirtschaftlichen Erfolg auch der Regierung Merkel. Und das war die Agenda 2010. So, was jetzt ist, geht ja wirklich nicht. Ich meine, ein Bundeskanzler ist ja nicht irgendwer, der jetzt gerade einen Job aufgibt und dann macht er irgendwas. Ein ehemaliger Bundeskanzler genießt ja auch Privilegien, und Privilegien führen zu Pflichten. Dagegen verstößt er eklatant. Zweitens, ich kann nicht verstehen, wie ich als Berater Geld kassiere von einem Land im weitesten Sinne. Ich meine, Gazprom ist letztlich ein Staatsunternehmen der Russen, dass ich Geld nehme von einem Unternehmen eines Staates, das hier als Aggressor und in einen verbrecherischen Krieg gegen die Ukraine ist. Es ist blutiges Geld, was er da nimmt. Es ist blutiges Geld. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kapiere es nicht. Ich meine, der braucht die Kohle. Das ist ja normalerweise ein intelligenter Mensch. Ist ein intelligenter Mann. Vielleicht ist er nicht mehr ganz fit. Das kann ich nicht beurteilen. Fakt ist jedenfalls, sein Verhalten ist nicht akzeptabel. Punkt. Und er sagt, den Krieg, sicherlich war das ein Fehler, aber das kam nicht von Herrn Putin. Ja, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Also, und das in der New York Times. Man kann über die Ukrainer vieles sagen. Ja? Und es ist sicher keine tolle Demokratie gewesen. Die Korruption ist sehr hoch. Es gibt auch Oligarchen. In Wien sitzt zum Beispiel einer, der kämpft gerade gegen das Auslieferungsbegehren der Amerikaner. Die wollen den haben. Die Gerichte werden in Wien entscheiden, ob er ausgeliefert werden muss, ja oder nein. Dem gehört mehr oder weniger Großteil der ukrainischen Wirtschaft. Und die Panama Paper der Süddeutschen Zeitung und des Redaktionsnetzwerks Deutschland haben ja auch gezeigt, welche Ukrainer, sagen wir mal, ihr Geld versteckt haben oder wie die ihr Geld gemacht haben nach der Wende und welche Rolle auch der derzeitige Präsident spielt. Das sind alles Fakten, die liegen auf dem Tisch des Hauses. Rechtfertigt doch nicht einen Einmarsch und diesen blutigen Krieg, wo Tausende und Abertausende von unschuldigen Menschen sterben. Und vor allen Dingen, es sterben ja auch viele russische Soldaten, das darf man schon auch nicht vergessen. Ja, natürlich. Ich habe früher ein Interview gehört, in Bayern 1, glaube ich, da ging es darum, dass ein junger Mann, der beim Roten Kreuz war, der ist jetzt in der Ukraine, der hilft natürlich auch den verwundeten russischen Soldaten. Also die haben auch nur ein Leben, ja, und das sie jetzt einfach für Erfolg oder für diesen Wahnsinnskrieg. Ich verstehe nicht, was Herr Putin eigentlich bezweckt. Ich kapiere es nicht. Das weiß nur er. Ja, wenn er es weiß. Vielleicht weiß er es auch nicht. Vielleicht ist er krank oder was auch immer. Jetzt, Herr Professor Lutz, vielen Dank für diese offenen Worte. Jetzt, wann rufen Sie mal den Kanzler an? Ja, demnächst. Ich habe die Nummer, also wenn Sie, aber Sie haben wahrscheinlich auch. Ich bin eingeladen zu einem Termin. Sehr gut.
Das ist jetzt noch nicht ein komplettes Schlusswort, aber ich danke Ihnen ganz ehrlich und von Herzen und vor allen Dingen auch schön, dass Sie auch bei der IHK so offene Worte nach außen geben für die Unternehmer, die eben die IHK schätzen. Und wie gesagt, ich denke, die Abhängigkeit ist das Problem, die lösen wir nicht schnell, aber die Wahrheit muss auf den Tisch und die ist noch nicht ganz am Tisch. Das kommt jetzt peu à peu, kommt die noch immer stärker raus. Aber vielen Dank, dass Sie heute als IHK-Präsident so oft gesprochen haben, auch als Unternehmer. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Brennpunkt. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit